Guten Morgen, liebe Freunde, und willkommen wieder auf meinem Kanal InKev. Heute tatsächlich mal drinnen und ja, ich habe mir jetzt einfach mal noch die Zeit genommen und ich mache jetzt mal noch ein kleines Real Talk Video zum Thema Placements, weil mich auch schon die ein oder anderen gefragt haben, ja, wie sieht's bei dir eigentlich mit Placements aus? Du machst ja nie eine Produktplatzierung. Und ja, da möchte ich einfach mal drauf eingehen, warum ich was nicht gemacht habe und wie ich das mittlerweile generell betrachte. Da ich ja mittlerweile YouTube auch nebenberuflich mache, also dementsprechend bin ich auch auf YouTube angewiesen und natürlich auch auf Twitch, ne, je nachdem. Genau, dazu wollte ich eigentlich bloß nur noch ein bisschen was sagen, weil ich hatte ja selber schon öfters erwähnt, dass ich zum Beispiel Placements wie Raid Shadow Legends nicht so nice finde. Oder auch, ja, was gab's noch so, Coin Master und so weiter. Und dass ich dafür nichts annehmen würde. Ich glaube, die Dinge haben sich trotzdem, also die Ansichten haben sich ein bisschen geändert, seitdem ich das dann sozusagen jetzt nebenberuflich mache. Ist mein Nebengewerbe, ich gehe arbeiten, aber dann mache ich halt noch nebenbei halt YouTube und Twitch und ich bin auf das Geld definitiv drauf angewiesen und dann sieht man vielleicht manche Dinge auch nochmal ein bisschen anders und da möchte ich euch einfach mal meine Erfahrungen mitteilen, wie ich das Ganze eigentlich mittlerweile so sehe. Und zwar finde ich an sich, Placements hat es schon immer für mich so einen negativen Touch irgendwie. Also ich hatte bisher immer nur Placements vorgestellt, also wie zum Beispiel so ein Tisch oder der Stuhl, das hatte ich mal vorgestellt, aber ich habe jetzt nie irgendwelche Apps oder irgendwelche anderen Dinge vorgestellt und habe dafür halt Geld verlangt. Sonst habe ich immer die Dinge bekommen, aber Geld habe ich nie weiter bekommen. Und jetzt vor kurzem hatte ich zum Beispiel erst ein Placement mit Filmora. Das war auch ganz cool, hat viel Spaß gemacht und ich stehe auch voll dahinter. Und ich hatte mich damals immer negativ dazu geäußert, dass man irgendwelche Apps vorstellt oder ja, irgendwelche Produkte vorstellt, wo man halt teilweise noch Geld investieren muss, um dort vielleicht weiterzukommen und so weiter. Das ist auch an sich für mich immer noch eine schwierige Thematik, wenn man in dem Spiel etwas kaufen muss, um besser zu werden. Ich finde trotzdem, dass sich die Ansichten ein bisschen geändert haben und ich kann auch zum Beispiel teilweise eine Ansicht von einem Monte oder auch von einem Kuren TV und so weiter verstehen, wenn sie Placements für Raid Shadow Legends machen. Ich hatte sonst immer gesagt, ah, das ist schon schwierig, so ein Placement zu machen, ich persönlich würde nicht dahinter stehen. Und das Ding ist halt einfach wirklich, dass es eine komplette Geldsache ist. Also man muss natürlich sich immer fragen, stellt man Geld über Moral und ist das Spiel auch wirklich so schlimm, wie man denkt? Wie zum Beispiel Raid Shadow Legends, an sich ist das kein schlimmes Spiel. Dementsprechend kann man da schon Werbung machen, man sollte aber trotzdem dabei bedenken, dass Raid Shadow Legends an sich auch kein krasses Spiel ist. Ne? Also man kann nicht davon ausgehen, dass der YouTuber auch wirklich dahinter steht. Es geht halt wirklich darum, dass der YouTuber halt Geld bekommt und dann diese App halt vorstellt. Also das, was ich auch an Placements-Anfragen bekomme, denke ich mir auch so, Alter, was ist das für Zeug? Und trotzdem bewerben das extrem viele Leute, einfach weil die das Geld dahinter sehen. Und das ist auch irgendwo verständlich, weil es ist deren Beruf. Ne? Und ich habe das jetzt selber mitbekommen. Ich nehme jetzt auch in nächster Zeit nämlich auch öfter mal noch Anfragen an. Es haben sich ein paar Firmen gemeldet und das Ding ist halt wirklich, durch YouTube verdiene ich ja fast nichts, ne? Das hatte ich ja auch schon des Öfteren mal gesagt und ich könnte mich theoretisch nur noch ein bisschen finanziell absichern, wenn ich Placements annehme. Ich bekomme dafür auch nicht krass viel Geld, aber es ist halt immerhin so viel Geld, dass ich sagen kann, das lohnt sich definitiv für ein Video und das ist halt einfach das Positive dran. Ja, also wie gesagt, bei Filmora fand ich das eigentlich mega cool, weil ich stand auch voll dahinter. Ich finde das Programm gar nicht schlecht. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schlechter ist, das Programm, aber es hat halt extrem viele Effekte und Übergänge. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich da auch selber ein bisschen auszutesten. Demnächst werden bestimmt auch noch einige andere Placements kommen, wo ich dann auch sage, ja, stehe ich auch dahinter. Es wird so eine Wiederherstellungssoftware und so weiter sein, ne? Aber das kommt alles noch auf mich zu. Und selbst wenn es mal eine App ist, werde ich das wahrscheinlich auch bewerben. Liegt einfach daran, dass ich die natürlich nur dann vorstelle, wenn ich weiß, dass es nicht nur ums Geld rein investieren geht, ne? Das ist für mich so, das ist wenigstens noch meine halbwegs obere Priorität. Man muss aber trotzdem immer bedenken, was die YouTuber oder auch die Influencer oder was weiß ich, wer auch immer, was die dadurch verdienen und wie die sich dadurch halt finanzieren können. Das Ding ist halt, lass jetzt einfach mal bei Kuren TV das Raid Shadow Legends Placement mal kurz ansprechen. Ich hatte ja selber gesagt, würde ich nicht machen, ist nicht so nice. Also, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht dahinter stehen. Das Ding ist halt, wann setzt du dir das Geld über die Moral oder über das, ja, schlechtere Gewissen? Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt persönlich, oder setzt ihr oder versetzt ihr euch jetzt mal bitte einfach in die Lage für einen YouTuber, der jetzt vielleicht gar nicht so mega krass Geld verdient durch YouTube, durch Twitch und so weiter. Ne, lass es jetzt mal wie bei mir sein. Ich bekomme 200 Euro von YouTube. Momentan, sagen wir es einfach mal so. Und da kannst du natürlich nichts finanzieren. Und das Ding ist halt, wenn du jetzt ein Placement annehmen würdest, ne, jetzt in der Größe von Kuren TV von Raid Shadow Legends, und lass einfach mal Tim durch das Placement 10.000 Euro verdient haben.
für 1 bis 2 Minuten vorstellen. Würdet ihr das annehmen oder würdet ihr das sein lassen? Das ist halt jetzt die große Frage. Und das Ding ist halt, du hast praktisch einen Minutenlohn, also das ist natürlich jetzt bloß für die kurze Zeit, aber wenn du jetzt 1 bis 2 Minuten so eine App vorstellst und bekommst dafür 10.000 Euro beispielsweise, dann würdet ihr doch 3, 4, 5 Mal überlegen, ob ihr das annehmt oder nicht. Und ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu überlegen, weil ihr würdet das annehmen, weil 10.000 Euro ist so krass viel Geld. Also 10.000 Euro verdiene ich bei Weitem nicht mit YouTube im Jahr. Also das ist unfassbar krass. Das ist extrem viel Geld. Und ich würde zum Beispiel, würde mir jetzt jemand ein Angebot machen mit, sag ich mal, 5.000 Euro und ich soll eine App für 2 Minuten vorstellen, wo ich sage, ist jetzt nicht, also würde ich jetzt selber privat nicht weiter nutzen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, dann würde ich es vorstellen. Weil das liegt einfach daran, ich selber verdiene nicht so viel Geld und würde mit diesen 5.000 Euro mir so gute Rücklagen sichern, dass ich das definitiv annehmen würde. Also zu 100%. Also kann ich euch wirklich so versprechen, weil es jetzt in letzter Zeit ist es nun einfach mal so, dass ich das halt nebenberuflich mache und dementsprechend darauf angewiesen bin, auf das Geld. Und das sind solche Placements selbstverständlich auch irgendwo sinnvoll für den YouTuber an sich, weil man möchte sich auch irgendwo finanzieren können. Klar ist dann auch wieder so eine Thematik, ob die Zuschauer das gut finden. Ich kann es verstehen, wenn die Zuschauer sagen, hier, du stehst gar nicht dahinter, das ist scheiße. Ich habe selber mal gesagt, ich mache nur da Produktplatzierungen, wo ich wirklich dahinter stehen kann. Jetzt hatte ich vor kurzem erst eine Produktplatzierung, aber es gibt auch immer mal Produktplatzierungen, wo man so sagt, nimmst du halt mit, weil es halt wahrscheinlich Geld bringt, aber man nutzt das jetzt freizeitmäßig nicht krass, ne? Filmora werde ich vielleicht freizeitmäßig nutzen. Ich habe hier einen Tisch, den habe ich genutzt. Ich habe hier einen Stuhl, den nutze ich schon die ganze Zeit, der ist richtig gut. Ich habe bisher bei den Placements nur das angenommen, was mir wirklich gut liegt. Ich habe damals selber von Rachel Legends eine Anfrage bekommen. Ich wusste nicht, wie viel ich dafür Geld bekommen würde, aber es wäre locker, also so wie die bezahlen, wäre es locker 4-stellig gewesen, ne? 4-stellig. Also ich bekomme im Monat von YouTube, habe ich noch nie 4-stellig bekommen. Seit 2 Jahren habe ich keine 4-stelligen Beträge bekommen. Und es ist einfach nur geisteskrank, dass die das mit einem Placement machen. Ja, also dementsprechend, ich hätte das annehmen können. Und mir würde es jetzt wahrscheinlich besser gehen, weil ich derzeit umziehe und ich einige Dinge bezahlen muss, viele Sachen ummelden muss. Ne? Ich muss dann später natürlich auch das Auto von der Versicherung her komplett selber bezahlen. Es wird auf jeden Fall harte Zeiten auf mich zukommen, aber ich werde natürlich trotzdem weiter durchziehen. Ich werde YouTube-Videos produzieren ohne Ende. Ich habe da auch selber richtig Bock drauf. Und ja, also so ein Placement unterstützt einen dahingehend schon krass. Das nimmt einen komplett den Druck, dass man die ganze Zeit so abliefern muss, dass man am Monatsende genügend Geld hat. Und deswegen müsst ihr euch immer noch mal vielleicht in die Lage des Influencers reinversetzen, bevor ihr sagt, dass es absolute Kacke ist. Ich habe auch am Anfang gesagt, alter Monte, richtige Scheiße, was der da machen will. Ne? Ich meine, er hatte sich davor geäußert, Rachel the Legends, würde ich kein Placement machen, ist Kacke. Da hat Rachel the Legends Monte angefragt und hat gesagt, mach bitte 45 Minuten einen Livestream und du bekommst dafür knapp 100.000 Euro für 45 Minuten. Also würdet ihr Nein sagen? Also zumindest würdet ihr es direkt ausschließen, so ein Placement für Monte. Also würdet ihr es wirklich ausschließen, wenn jemand sagt, du bekommst 100.000 Euro für 45 Minuten Stream? Also ich glaube, das würde halt niemand nicht machen, sage ich mal. Gut, dass der, ja, gut, alles klar. Das würde wirklich niemand nicht machen, weil das einfach komplett irrsinnig ist. Du hast dann den Stundenlohn von über 100.000 Euro. Und Monte hat es jetzt zum Schluss trotzdem nicht gemacht, weil er gesagt hat, er hat ja letztendlich trotzdem genug Geld, er verdient sehr viel und ihm schadet das dann dementsprechend auch nicht. Aber ich sag mal so, ich kann das auch komplett verstehen, hätte er dieses Placement gemacht. Jetzt so im Nachhinein hätte ich das verstanden, sonst finde ich seine Widersprüchlichkeiten auch nicht so korrekt, aber da muss man sagen, es sind halt solche Summen, die sind so gigantisch krass, dass man es auch nicht verübeln kann, dass ein YouTuber dahingehend auch so ein Placement macht, weil 100.000 Euro, wie viel verdient ihr im Jahr? Das ist halt immer die Frage, oder wie viel verdienen eure Eltern im Jahr? Lass es einfach mal so sein, dass man 3.000 Euro brutto bekommt, ne, da hast du schon ja, einen ganz guten Beruf, zumindest ist das hier in Sachsen so. 3.000 Euro brutto, das sind einfach 36.000 im Jahr, also 3 Jahre müsstest du voll arbeiten, was du innerhalb von 45 Minuten verdienst. Und da muss man sich auf jeden Fall mal die Gedanken machen, wie überkrass dieses Business mittlerweile ist und ob man das dann den YouTuber oder auch den Influencer verübeln kann, was er da macht. Ja. Also das ist auf jeden Fall so meine Meinung dazu.
Ich finde, Placements sollte man immer noch mal von einer anderen Perspektive betrachten. Man sollte schon irgendwie ansatzweise dahinter stehen. Ich würde jetzt kein Casino-Placement machen, weil ich finde, ich stehe null hinter Glücksspiel und ich würde das nicht machen. Aber sobald es halbwegs moralisch vertretbar ist, finde ich nichts verwerflich daran, Placements zu machen. Ne? Das ist mir jetzt selber auch so aufgefallen. Sonst habe ich nie Placements angenommen, weil ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich eins gemacht habe und ich stand nicht zu 100% dahinter. Deswegen habe ich das nie angenommen. Aber da es halt jetzt irgendwo auch mein Beruf ist, ist es halt auch wichtig für mich, dass ich da auch mal was annehme. Deswegen schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Findet ihr das okay, dass man teilweise das Geld auch mal über die Moral setzt? Oder sagt ihr, nö, also ich persönlich finde das in Ordnung, dass Placements gemacht werden. Und ich gönne das dem YouTuber oder was weiß ich, auch wenn die da vielleicht mal ja nicht ganz ehrlich sind, was das angeht. Ne? Weil manche sagen, ja, also Raid to the Legend, das ist absolut geilste Spiel aller Zeiten, das zocke ich privat so oft und so. Das kann es halt niemandem abkaufen. Ne? Aber ansonsten ist das erstmal jetzt so mein Stand der Dinge. Ich finde es mittlerweile nicht mehr so schlimm, nicht mehr so verwerflich, kommt immer drauf an, was man vorstellt, aber so jetzt in dem Bereich, was ich jetzt genannt habe, ist das erstmal so meine Meinung. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön, Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.